Hallo ihr Lieben, welcher Grill passt zu mir? Das ist eine Frage, die sich jeder stellt und die wir natürlich auch sehr, sehr oft gestellt bekommen. Und in diesem Bitburger Tutorial erkläre ich euch heute mal den einen oder anderen Grilltyp und natürlich, welche Vorzüge es dabei gibt. Zum einen haben wir natürlich einmal den Holzkohlegrill. Der Holzkohlegrill ist ein sehr vielseitiger und individueller Grill. Das heißt, immer dann, wenn ich sage, ich habe ein bisschen mehr Zeit, meine Familie kommt, meine Freunde kommen und ich möchte, dass es einfach duftet und ich möchte gerne auch aktiv ein bisschen mehr am Grill machen, als nur den Regler bedienen, dann kann man ganz klar sagen, hat der Holzkohlegrill seine emotionalen Vorzüge, weil der ganze Garten duftet nach dem Anzünden der Holzkohle und nach dem Briketts und das ist natürlich auch nicht zu verwechseln mit dem Geschmack. Das heißt, ein Holzkohlegrill oder auch ein Gasgrill, wenn darauf gegrillt wird, schmeckt es ähnlich gleich. Der Unterschied ist nur, dass man am Anfang mit einem Holzkohlegrill oder beim Anzünden von der Holzkohle bei Briketts etwas höhere Anfangstemperaturen hat und dadurch auch euer Produkt ein bisschen mehr karamellisiert. So, das nächste ist dann natürlich ein Gasgrill. Wenn ich zum Beispiel von der Arbeit nach Hause komme und bin abgespannt und sage, jetzt möchte ich mir aber noch das perfekte Steak grillen, dann ist ein Gasgrill natürlich sofort einsatzbereit. Die Gasflasche ist bereits angeschlossen, sie wird nur aufgedreht, bestätigt und dann kann ich eigentlich schon zünden. Dieser Grill ist natürlich auch super gut geeignet, wenn ich eine große Familie habe oder für viele Gäste grille. Weil auf so einem Gasgrill hat man natürlich auch entsprechend viel Platz und ist natürlich auch sehr einfach in der Handhabung. Für die Gelegenheitsgriller unter euch kann ich euch natürlich auch so einen Go Anywhere empfehlen. Das ist ein Grill, den hat man eigentlich im Sommer im Auto. Das heißt, immer dann, wenn man spontan Lust hat zu grillen, sage ich mir, komm, ich habe ein paar gute Stücke Fleisch, ich habe ein bisschen Fisch oder lass uns doch schnell was einkaufen gehen. Dann kann ich mich in den Park setzen oder auch auf den Balkon und kann den sofort anschalten oder anstellen, zünden und kann natürlich sofort und unkompliziert losgrillen. Der nächste Grill ist so ein bisschen ein Außenseiter, aber er freut sich auch immer höherer Beliebtheit. Das ist ein sogenannter Wassersmoker. Gerade dann, wenn ich ein großer Fan bin von lang gegrillten Stücken Fleisch, wie zum Beispiel einem Brisket oder Spare Ribs, dann empfiehlt sich natürlich dieser Grill. Es ist einfach so, der ist unkompliziert, es passt viel drauf, er läuft nebenbei und ich kann mich ganz um meine Gäste kümmern. Ja, was fehlt noch? Wenn ihr jetzt noch das richtige Rezept braucht, dann gibt es eine coole App von Bitburger, wo ihr von der Vorspeise bis zum Dessert alle Rezepte auf all diesen Grilltypen nachgrillen könnt. Einen Grill haben wir noch vergessen. Den haben wir jetzt nicht mit dabei. Und zwar ist das ein Elektrogrill. Für diejenigen, die immer sagen, hey, Gas ist mir zu kompliziert, ich muss die Gasflasche kaufen gehen oder es dauert mir einfach zu lange, bis dass meine Holzkohle oder meine Briketts verwendungsfähig sind, dann kann ich natürlich auch sagen, ich benutze einfach einen Elektrogrill. Manchmal hat man auch nur keinen großen Garten, sondern nur einen Balkon und der Vermieter sagt vielleicht, hey, ich mag das nicht so gerne, wenn man mit offenem Feuer grillt, dann ist natürlich auch so ein Elektrogrill eine perfekte Alternative. Jetzt kann ich euch natürlich nur noch viel Spaß beim Grillen wünschen. Die Jungs und Mädels, die haben schon Hunger und ja, ich würde sagen, wir stoßen erstmal an. Jetzt kann ich natürlich nur noch sagen, es zählt nur der Genuss. Kauft ein gutes Lebensmittel, ein gutes Handwerkzeug habt ihr, trinkt ein tolles Bier dazu, habt viel Spaß mit euren Gästen und mit euren Freunden und ich sag ciao.